bin Marc von Büren und mache die Ausbildung zum Pflegefachmann. Einmal im Haus Christau und in der Schule bin ich in der evangelischen Bildungszentrum für Pflege. Für mich wichtig ist einfach, neues Wissen umzusetzen, um unsere Bewohner adäquat, bedarfsgerecht und professionell zu unterstützen und betreuen zu können. Ich muss aufgeschlossen sein, ich muss wissbegierig sein, ich muss spontan sein, auch ein bisschen belastbar sein, muss mich dem Team auch ein bisschen anpassen können, muss die Bedürfnisse, die Bedarfe der Bewohner, der Klienten verstehen können, mich da so ein bisschen einfügen können. Ja, und man muss auch Humor mitbringen und man muss unkompliziert sein. Ich mag die Abwechslung sehr gerne. Es ist jeden Tag was anderes. Es ist so wie bei uns. Der Bewohner hat mal gute Tage, mal schlechte Tage. Und ich finde es sehr interessant, dann mit dem Bewohner, mit seinem Befinden an dem Tag zu kommunizieren, zu arbeiten und mit dem den Alltag zu gestalten. Einfach mal reinschauen in den Beruf, Erfahrung sammeln und dann für sich in der Selbstreflexion wirklich entscheiden mit Pro und Contra, kann ich das, wo sind meine Belastungsgrenzen, kann ich das mir vorstellen, kann ich diese überwinden. Also es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Auch mit den meisten Vorurteilen habe ich tatsächlich im privaten Umfeld zu kämpfen, dass es immer leider noch heißt, dass wir die Abputzer vom Dienst sind. Und hier gerade in der Schule, wo ich hier bin, in dem evangelischen Zentrum für Bildung, lernen wir, dass das nicht so ist, dass wir ganz konkrete Aufgaben haben, dass wir ja ein wichtiges Glied sind in der Pflege und dass wir viele Aufgaben haben, wie zum Beispiel Pflegekonzepte erlernen und diese auch umsetzen, Bedarfe erfassen der Bewohner, Handlungssituationen erkennen und auch zum Beispiel evaluieren. Und das ist alles andere als der Putzer vom Dienst. Ich bin dort damals hingezogen und bin dort hängen geblieben. Und ich fühle mich im Haus Christa sehr wohl. Ich schätze den Humor im Team, ich schätze die Teamfähigkeit und ich schätze aber auch die Teambelastung, dass wir, wenn wir uns belastet fühlen, dass wir darüber reden und das auch klar kommunizieren. Also eine große Offenheit im Team.